Was geht, Leute? Wir sind wieder zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Fallout 76 Adventure Modus. Wir haben in der letzten Folge ein bisschen dies, das und jenes weggepackt, ein bisschen Lagerlogistik und ja. Jetzt müssen wir erstmal hier um alles wieder zuweisen, dass der Bums eventuell auch verkauft oder abgekauft wird. Weil nämlich mal, weil es wieder buggt, weil er wieder automatisch hochgeht. Das ist so nervig. Eben alles los, eben alles markieren, fünf verkaufen. Und dann haben wir eventuell noch mal eine Einnahmechance und kriegen wieder ein bisschen Lagerplatz, wenn mal jemand irgendwas kauft. Hier backt mir, ich hasse es. Ich müsste theoretisch auch mal die Minen eventuell benutzen, aber 50 Splitter Minen, Junge. Alter, zwei haben von. Boah, Alter, wir können so viel Platz sparen. Och, das wollte ich nicht. 629 Schießpulver kommen. Ups, jo. Bis die letzte Folge, bis nächste Woche Sonntag. Dann haben wir es. Also zumindest das schon mal aufgenommen, Alter. Uff. 1000 Schießpulver behalte ich. So, hier ein Schießpulver, ein Kronkorken. Passt. Ja, jemand haben, das weiß ich doch nicht. Munition. Munition brauche ich nicht. Leuchtfackeln brauche ich auch nicht. Soll es mitverkauft werden, zack. Und wie ihr seht, wir haben noch ein Fusionskind, ein Mini-Atombomben dabei. Wir können nicht alles mehr lagern, das ist das Problem. So, hier, Injektor-Munition weg. Wobei, ich glaube, wenn wir jetzt da hochgehen, glaube ich, nehmen wir einfach einen fucking Raketenwerfer mit für diese verkackte Brandbestie, wenn wir die da oben triggern sollen. Armbrustbolzen gehen dafür wieder rein. Und die Paket. Und wir sind überladen. Alles klar. Ich richte mich nur nach dem Schlimmsten. Aber hey. Instinkt-Püree. Oh, jetzt hängen wir schon mit der neuen Folge schon wieder am Lager. Ja, nee, ist klar.
Gott, wir sind übelst überladen. Alter, wie man auch langsamer läuft mit dem Raketenwerfer. Moin, Digga. Finde ich gut, dass sie es mit einbedacht haben. Ah, ups, nichts im Päckchen. Und die Armbrust sind hoch da. Moment, apropos. Bevor wir losgehen, können wir die Sachen noch tunen, die Armbrust und die, den Raketenwerfer? Nur mal so nebenbei, so, zu wissen. Nein. Really? Okay. Oh Gott, ja, mal gucken, ne? Oh Gott. Ach man, du bist ein Spaß, lauf. Nehme ich dann die, weil die ist fast leer. Okay. Schon mal gut zu wissen, dass hier Verbrannte rumschimmen. Kurz warten auf meine HP, weil er da hinten die Richtung soll. Ich sehe keinen Verbrannten. Bullshit. Ja, beruhig dich. Sie ist safe, keine Verbrannten. Aber dafür eine leuchtende Re Alter, 109 Schaden. Ja, moin. Die Fall kriege ich nicht wieder raus. Bullshit. Mount Blair. Oh Mann, du dummes Stück Scheiße. Sollst knacken und hier nicht dumm rumhängen. Ey, er ist so inkompetent, um safe zu knacken, ne? Hallo. Du hast es doch schon fast auf, Mann. Was ist dein dummes Problem? Oh, meine Fresse. 10 Jahre für so ein verkackt Safe. Nicht mal was Sinnvolles drin. Erbärmlich ist das. Hä? Die Armbrust ist übrigens die schlechteste Waffe im Battle Royale. Oh ja, das brauchen wir. Das. Oh, wir müssen was trinken, sich gerade.
Ich sehe hier nichts. Ach, da. Ja, aber ich brauche eine vernünftige Schusslinie. Die Armbrust ist halt kack. Außer im Adventure-Modus. Hier kann man mit der einigermaßen was reißen. Ciao. Toll, wir sind weder gut gestimmt noch gut ausgerüstet. Das ist so ein scheiß Ernstspiel. Ich kann jetzt hier nicht pennen wegen den Feinden. Hey, wo ist da denn ein Verbrannter? Zeigt mir rot an, aber ich sehe keinen Gegner vor mir, ist klar. Ist klar. Ciao. Wir sind eh schon überladen, scheiße. Stimmt. Och, Digga, beeil dich mit dem Knacken, hier ist Strahlung. Buffed. Das andere. Digga, willst du mich verarschen? Das ist noch ein fucking Raketenwerfer. Da wollte ich doch nur die. Oh, ups. Und noch ein Fusionskern. Wir sind ja noch lang. Wir sind ja nur überladen, hey. Ich hoffe, ich finde hier eine Waffenbergbank oder ähnliches. Ey. Dass ich gleich mal ein bisschen hier loswerden kann. Ist ja schlimm, ist das. Vor uns ist so irgendwie noch ein Bergwerk oder so, keine Ahnung. Kein Bock jetzt gleich die Dinge zu triggern, ey. Nein. Hä? Ich bin hier auf den Sack. The fuck, wo kommt die Brandpest her? Spiel! Was ist los bei dir? Nichts, okay, gut. Seht ihr, die Armbrust macht wirklich nur, wenn man schleichen geht, Damage. Ansonsten ist die, naja. AP, 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 ich brauch AP, ich brauch AP, los, komm. Nicht mehr. Ja, es kommt. Oh, nein. Aber oh, jetzt zündet schon wieder eine kleine Rakete. Wenn ich jetzt auf dem Player haut, dann wird es pisst. Achtung, Bürger.
Schlag steht bevor. Bitte verlassen Sie das Gebiet schnellstmöglich. Stirb, oh Junge. Piss dich. Wo? Ah gut, okay, nicht auf mich. Ah, da hinten beim... wo du den Brandbestie triggern kannst. Alter, 155, der hängt da irgendwo hin. Da ist nämlich die Scorch Beast, also die Brandbestien Queen. Die Königin und... ja, gut. Er hat auch noch eine Atombombe drauf gehauen. Also er will XP haben, der Typ. Der hat Bock. Haben wir Rüstungsteile, die verwerten können. Weil sonst ist es Krise. Nein, sehr schön, toll, danke. Dann lassen wir den Schacht 6. Wir werden aber trotzdem auch, wenn wir gleich bei dem... bei der Quest Dingens waren, werde ich dann so trotzdem gleich noch, also in der nächsten Folge dann wahrscheinlich, die Brandbestie triggern. Kein Fusionskern. Hoch und so. Strahlung, yeah. Zum Glück geht die Folge nur noch 11 Minuten, weil ich muss pinkeln. Mann! Digga, bist du behindert? Mach doch jetzt auf die Kacke. Mein Gott, ich hasse das. Nur was Sinnvolles drin. Oh, so ein bisschen Schießpulver, yay. Yeah. Hier geh mal aus, das hier kein. Gut. Ich war gefreut über eine Waffenwerkbank, aber hey, ich bin eine fucking Rüstungswerkbank. Eine Power-Rüststation wäre auch noch ganz angenehm. Keine Strahlung? Nein? Okay. Weg. Oh. Gucken wir mal da, ob noch mal was ist. Ich hab den nämlich den Raketenwerfer nur eingepackt wegen der. Idiot. Wegen der. Brandbestie vielleicht. Die wir nach der Folge machen werden. Was ist los bei dir? Da ist die Atombombe eingeschlagen. Geh mir nicht auf den Sack. Sponsor Faustlame, wo wir lange noch bei der Brandmesse sind, bleibe ich doch mal lieber beim Kampfgewehr. Ich muss gerade nichts essen und auch nichts trinken, das ist doch ein Witz. Ja, beweg dich halt, du dummes Stück Scheiße. Ciao. Hä?
noch hier? Ah. Die Spiele in der Nähe, aber habe ich so viel Schüsse gehört. Ach, hier am Bahnhof. Oh. Ich würde nämlich so was essen und was trinken, um mich hochzählen, aber. Ist nicht. Ich hätte keinen Hunger und keinen Durst. Anuka Jerry. Ich will jetzt Folge ich nicht nochmal pennen für extra IP, aber. Gewichtsreduzierung. Bleistift, Fokus Geld, ah ja. Yay. Ist ja nicht so, dass ich Munition verschieße, um Gewicht zu bekommen, aber. Also, loszuwerden. Na gut. Wie ihr meint. Ist auch. Da gehe ich gleich hin. Entspannt euch oder auch in die nächste Folge, je nachdem wir gucken, wie wir zeitlich jetzt hier alles durchgelootet bekommen. Oh Gott, eine Waffenwerkbank. Oh, geil. Oh. Erleichterung. Ciao. 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 Ciao, wir haben Level 30er Raketenwerfer, der macht mir Aua. Ciao. Ich muss noch überladen. Behindert. Da ist er. Sehr schön. Belasten ist immer noch überall. Halt die Backen. Wieder eine Backen. Die war 40 drauf, direkt drauf kacke ich jetzt. Yeah, wieder ein Armbrustbolzen gemacht. Yeah. Wundervoll. Ich will eigentlich gar nicht überladen sein, wenn ich gegen der, wenn ich gegen dieser Kack. Brandbestie kämpfen. Oh, boah, geil. Wir haben jetzt mal wieder 38er Munition. Das würde uns richtig weiterbringen. Fünf ganze Schüsse. Krass. Oh Mann, ey, los, mach weg die Kacke. Oh, hier, ciao. Brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Brauche ich auch nicht, hab meine AK. Pumpgun, geh mal weg. Pumpgun, geh mal weg. Kampfhöhe Level 20, Kampfhöhe Level 30. Piss dich.
der Präzision. Reichweite. Schnelles Magazin. Haben wir vorher auch nicht drauf gehabt. Ah, jetzt brauche ich nukleares Material. Ich drehe durch. Ich habe wieder kein Zieldings drauf. Oh. Naja, dafür macht die mehr Damage. Ist jetzt halt so. Den krieg ich halt mit Damage, ist mir auch okay. Digga, spring! Ciao. So. 25, welches ist unsere denn? Hä? 25. Seines. Ja, gut, okay. Bleiben wir bei unserem. Nö. Keine Lust. Ah, 308er. Geil. Kriegen wir von unserem Maschinengewehr ein bisschen was. Aber was haben wir denn hier Schönes drin? Plasmagranate, Splittergranaten. Hey, noch mehr Gewicht. Lol, ist die nicht gekillt, WTF. Mit verbrannter Erde und einem. Nein, die Folge ist gleich zu Ende. Finde ich nicht gut. Oh, ich wollte mir doch gar kein Stimpack spritzen. Ach, fick dich doch. Mann, wenn man sich jedes Mal. Bin ich wieder genervt. Jetzt mal Waffen verwerten. Bevor ich durchdrehe. Oh, halt die Fresse, Scheiß-Timer. Ah, was auch super nervig ist, wenn logge ich mich aus und dann muss ich wieder hingehen und dann bin. Dann spawnen wieder neue Spastis. Nice. Oh Gott. Nö, warte, die Folge wurde jetzt auch wieder ein bisschen länger. Und ich will es jetzt noch beenden, ne? Sonst drehe ich durch. Für mich nächstes Mal nicht schon wieder durchkämpfen müssen. Ich dachte, die Tür geht auf und dann war's das. Gott! Das habe ich ihm angetan. Das ist alles meine Schuld. Sie sagten mir, ich könnte Volt 76 haben, aber nicht, wenn ich verheiratet wäre. Evan hätte eine Ausnahme für Eheleute und einen Platz im Board bekommen müssen. Aber es gab jemand Qualifizierteren. Einen Ingenieur mit den Fähigkeiten beim Wiederaufbau zu helfen.
Er war ein entfernter Cousin eines Vault-Tec-Managers und erfüllte fast alle Bedingungen. Vault 76 war für die besten und klügsten Köpfe gedacht. Und Evan konnte sich nicht qualifizieren. Okay. Dass sie recht hatten. Also löste ich die Verlobung. Ich opferte ihn. Für den Vault. Für Appalachia. Ich weiß, was ich tun muss. Aber ich... Ich kann es einfach nicht. Ich liebe ihn. Ich habe ihn schon einmal getötet. Ich schaffe das kein zweites Mal. Bitte. Ich habe alles für Vault 76 gegeben. Sie waren alle so brillant. Die ersten Jahre waren schwierig, aber wir haben gelernt, einander zu vertrauen. Sie haben gelernt, mir zu vertrauen. Ja gut, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal, lasst ein Like, teilt das Video, schaut in die Videobeschreibung, folgt mir auf Instagram, Twitter und Co. und macht's sich gut und macht's besser. Ciao mit V.